Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 17, die Karriere hier mit Dynamo Dresden. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zum nächsten Spiel, und zwar dem Pokalspiel gegen die Spielvereinigung Greuther Fürth. In der Liga haben wir gegen die 1-1 gespielt und jetzt hoffen wir mal, dass wir hier mit dem in die nächste Pokalrunde einziehen. Ich müsste, glaube ich, dann das Viertelfinale schon sein. Kann es aber definitiv nicht exakt sagen, aber das sind wir gleich. Gut, ich würde sagen, gehen wir rein in dieses Spiel. In der ersten Runde oder unseren ersten Runde haben wir ja Ingolstadt ausgeschaltet. Jetzt soll es den Fürthern an den Kragen. Wir spielen auf Profi, wie gemacht, 5 Minuten und bewölkt. Und wir haben auch wieder natürlich unsere Stammelf. Wieder mit Lambas, weil Hartmann ja diesmal verletzt ist. Aber naja. Ich habe jetzt schon länger kein FIFA mehr gezockt. Ich muss mal wieder ein bisschen was machen. In der letzten Partie haben wir ja glücklich noch mit 1-0 gegen 60 München gewonnen. Weil davor haben wir tatsächlich unsere erste Saisonniederlage kassiert in Nürnberg. Völlig verdient. Wir hätten noch 2-0 verlieren können. Haben wir nicht. Wir sind in der ganz geschafft. Wir haben 1-0 verloren, aber es ist nicht weiter schlimm. Unser Vorsprung ist weiter klar. Wir haben jetzt 17 Spiele absolviert und sind klar Tabellenführer auf dem Weg Richtung Aufstieg. Ob ich dann noch die nächste Saison mit Dynamo Dresden 10 spiele, weiß ich noch nicht. Muss ich mal gucken, was für Angebote bekommen oder welche Angebote wir bekommen. Aber darauf, da werde ich mir jetzt, boah, Gott sei Dank, da werde ich mir noch keine Gedanken zu machen. Das sehen wir dann. Ah, schade. Ich dachte, ich krieg den da hinten durchgestellt. So, jetzt bin ich wieder ein bisschen besser drauf. Passt schon. Nicht wundern, falls ich mich gleich ein bisschen müde nehmen sollte. Es liegt daran, dass ich komme gerade von der Arbeit, von der Nachtschicht und bin eigentlich ein bisschen durch. Wollte euch nur die Folge noch machen, weil sie noch rauskommen, weil ich über Wochenende nicht da sein werde und nicht aufnehmen werde. Ich werde jetzt zur Familie mal fahren am Samstag und ja, deswegen wird auch am Wochenende, beziehungsweise am Montag, kein Formel 1 online kommen. Der Grand Prix von Monaco fährt für mich aus. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Wenn euch nicht wundert, aber ich glaube, die Info hatte ich ja schon gepostet. Ah, das ist schade. Die Idee war gut. Die Flanke aber. Ich glaube, den passt auf. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer es ist. Ist aber auch egal. Wir haben uns einen Wechsel auf der Torwartposition gemacht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, dass mein Keeper auch mal auf die Idee kommt. Hey, wir könnten ja auch mal spielen. Will zwar eh weg, aber müssen mal gucken, was wir noch kriegen. Ob wir noch was kriegen. Allerdings ist unsere Nummer 1 Schwäbe, unser Elfmeterkiller, der ja jetzt 2 Elfmeter hintereinander gehalten hat und gerne so weitermachen darf. Weg damit! Hau das Ding da raus! Also die Vierte, die haben, wenn die Chancen haben, haben sie richtig starke Chancen. Wie gesagt, das erste Spiel haben wir ja, das erste Pokalspiel haben wir ja gewonnen, mit 2-0 gegen Ingolstadt. Daran wollen wir hinaus, wollen wir anknüpfen und wieder nicht. Green. Stefaniak. Schade, den Abwehrspieler habe ich überlaufen bekommen, aber nicht den Schuss platziert bekommen. Schade. Das hat ja gegen Gewandhausen solche sehr gut geklappt. So eine Variante. Ich glaube, Karlsruhe habe ich auch. Ich weiß es nicht. Oh, aber gegen Gewandhausen auf jeden Fall, wo wir den Abwehrspieler überlaufen haben und den Schuss dann platziert ins kurze Eck gesetzt haben. So hatte ich das jetzt überlegt. Ob ich das, oder sollte ich das jetzt auch vor? Ah, schade. Ah, die Fürth versucht nochmal aufzubauen. Aber. Ja, haben wir noch. Haben wir noch. Ja, schöne Idee. Ah, schade, die Idee. War nicht schlecht. Schade. Ja, aber ja, habe ich ihn. Okay, ich weiß nicht, wieso der nicht laufen wollte. Ja, schön geholt, wieder geholt. Schade, ich muss mal.
Alter, warum spielst du mir nicht den richtigen Mann da vorne? Der hätte den Stürmer da vorne anspielen müssen. Hat sich. Ach nö, ey, schon wieder auf meiner Position. Also die sechste Position ist wie verflucht. Das ist jetzt der dritte Verletzte und der dritte auf der sechster Position. Jetzt mal Konrad raus, auch ein eminent wichtiger Spieler. Ja, schöner Ball. Green. Green. Kommt der außen vorbei? Ja! Aber schade, die Flanke, also den Kopf war leider nicht platziert genug. Jetzt versuchen wir zumindest ein bisschen aufzubauen. Gogia. Ja, schade. Da hat der Keeper gut aufgepasst. Migiri, okay, den sagt mir jetzt gerade gar nichts, der Name. Aber der jetzt während der Saison gut oder vorher schon neu zugegangen. Ich verfolge auch nicht wirklich immer jeden einzelnen Transfer der Zweitliga-Vereine. Auch der Bundesliga-Vereine nicht. Manchmal passiert. Die lernen man so nach und nach während der Saison mal kennen. Ja, schöner Ball. Oh, schöner Pass. Schöner Pass, mein Gott. Schöner Ball, schöner Pass, wie auch immer. Ja, schade. War mir klar, die Flanke war zu nah ans Tor gezogen. Und damit gehen wir höchstwahrscheinlich mit einem 0:0 in die Pause. Beide hatten so ein bisschen ihre Chancen. Die vierte allerdings die gefährlichen Chancen. Gefährlicheren Chancen. So, Päuschen. Und wir mussten leider auch schon wechseln, aber sollte keiner sollte uns hoffentlich keinen Abbruch geben. Kurz auf die anderen Spiele drauf. Bielefeld, Berlin 2:2 in der Verlängerung. Augsburg-Schalke zur Pause 1:1 und Hannover gegen Darmstadt 1:2 ebenfalls in der Verlängerung. Und wir in der Pause mit einem 0:0. Naja, gucken wir mal. Probieren wir es mal. Niklas Kreuzer. Ah, schade. Ich wäre nicht abgefälscht gewesen, wäre der vielleicht doch gekommen. Ah, schade. Na gut, das war zu offensichtlich. Nicht optimistisch, sondern offensichtlich. Naja, wie sag ich ja gerade. Ich bin ein bisschen müde, ich komme von der Arbeit. Aber ich werde für euch noch ein bisschen was aufnehmen. Ein bisschen vorproduzieren, dann folgen. Uff, schade. Ah, schöne Idee, Gogia. Ah, ich krieg da nicht. Ah, dann gut zum Keeper zurückgespielt. Schade. Ach, Mann, wenn er den besser zum Angreifer zurückspielt. Moment. Ich hoffe, dass ich den habe. Ja. Und gib ihn. Ja, schöner Ball auf Green. Ah, schade. Ja, ich versuche jetzt gerade ein bisschen den Druck aufzubauen hier. Den habe ich nicht gesehen, den Spieler. Scheiße, da war noch einer mitgelaufen. Moment, warten. Soll der nicht im Abseits stehen? Nein! Und die dicke Chance zur Führung für Dynamo Dresden, aber da hält der Keeper den Ball sicher. Ah, schade. 64 Minuten jetzt gerade rum. Ich versuche jetzt ein bisschen den Druck zu erhöhen. Ja! Gogia! 1:0! Schön die Flanke und dann genau zum richtig hingestellt. Schönes lange Eck, keine Chance für den Keeper. 1:0. Dynamo Dresden, Akaki Gogia, der Linksaußen mit seinem zweiten Pokaltor. War schon gegen Ingolstadt, jetzt trifft er erneut gegen Greuther Fürth. Puh, also das nenne ich mal Pokalfight, muss ich mal so sagen.
Ah, schade. Ah, schade. Schade, schade, Schokolade. Mann, Mann, Mann. Ja, gut gemacht. Guck ja wieder. Versuchen wir mal ein bisschen auszuspielen. Lambert! Lambert! 2-0! Green! Auch der Rechtsaußen trifft. Aber schön vorgelegt von Lambert. Ja, auf alle Fälle. Wow, also das ist sehr wichtig. Vor allen Dingen 76. Minute. Wir haben zumindest mal den wichtigen zweiten Treffer gemacht. Und um nicht hier vielleicht in der 90. irgendwie noch einen Ausgleich zu fangen oder dann noch unnötig in die Verlängerung zu müssen, fighten wir uns gerade zurück. Also das ist trotzdem ein Pokalfight, auch wenn wir jetzt hier 2-0 erstmal sehr komfortabel führen. Ja, ich probiere es gerade mal ein bisschen durchzuspielen. Ah, kriege ich nicht vorbei. Nee. Schade. Ah, schade. Ah, gut aufgepasst. Gut aufgepasst da. Monika. Und das müsste einfach einen Schutz geben. Gibt es auch. Jawohl. Sehr schön. Und der schöne Ball auf Berko. Der hat den, ist gerade eingewechselt worden. Der hat auch noch Speed. Nein! Ich hätte schießen müssen. Ich bin ein bisschen sehr spät abgeschlossen. Schade, das wäre es natürlich gewesen, wenn er jetzt hier das dritte Tor noch gemacht hätte. Weil dann wäre das Ding hier durch gewesen. Wenn jetzt nämlich Fürth noch rankommt und wir... Ja, wollen gelb? Es müsste kein Gelb geben. Das müsste auch Gelb geben. Es war nämlich ein taktisches Foul. Hauptsache den Konter da unterbunden. Niklas Hauptmann, 87. Minute. Jetzt vielleicht nochmal. Und weit, weit drüber. Keine wirkliche. Och, das gibt nochmal Ecke. Und der Keeper ist draußen. Egal. Aber selbst mit dieser mit diesen Varianten kann ich, oder mit dem, auch wenn der Angriff jetzt gerade fehlschlägt, kann ich zumindest über Zeit rausholen. Und das war's auch, denn im zweiten Pokalspiel gewinnen wir mit 2-0 und ziehen in die nächste Runde ein. Sehr, sehr schön. Und dann haben wir es doch richtig reingefightet. Haben wir reingekämpft in dieses Spiel und dann am Ende würde ich sagen, sogar verdient gewonnen. Dann wir hätten noch mal eins machen können, aber sei es mal drum. Ob jetzt 1-0, 2-0, 3-0 gewinnt, ist im Pokal letztendlich egal. Sieg ist Sieg, wir sind weiter. So, und die anderen Tabellen, die anderen Spiele, Bielefeld, Berlin immer noch in der Verlängerung. Wir gucken jetzt gerade mal auf die Ergebnisse. Wer zum Beispiel unser nächster Gegner ist? Oh Gott, meine Mannschaft. Okay, ja, das könnte schon als Ende sein Viertelfinale. Aber sagt niemals nie. Im Pokal ist alles möglich. Obwohl, weiß ich gar nicht, ob die jetzt tatsächlich schon so... Ob die jetzt schon so die definitive Auslösung ist oder ob es dann heißt, ja, wir kriegen noch einen anderen Gegner. Aber wir sind zumindest mal schon ein bisschen weiter gekommen als die Bayern, ne? Das muss man auch mal so sagen. Geänderter Spieltermin, Turnierpreisgeld, ja, für eine halbe Million, gut, 8 Tage, okay. Bolivien und Ungarn, okay. Na, Peru, ne, raus, weg, ab, pfui.
Also nichts gegen Peru. Haha, nein. So, kurz mal meine Mannschaft wieder umbauen. Igas hat sein letztes Spiel sehr gut gemacht. Tief. Man immer noch verletzt. Hauptmann muss jetzt mal in die Mannschaft rein. Das ist schön. Weiter auf der Position. Ja, lass das spielen, dass ich denke, dass auch ein Innenverteidiger ohne Probleme die 6 spielen kann. Oh, er hat es gut gemacht. Aber ich versuche zumindest immer dem stärksten Kader zu vertrauen. Ja, wir sind immer noch Tabellenführer, aber wir haben noch gar nicht die Winterpause. Wir haben noch ein Spiel, und zwar das gegen den Tabellenvierten aus Kaiserslautern. Und da könnten wir bis auf 13 Punkte wegziehen auf Lautern. Ja, und dann wären wir schon mal ziemlich weit und safe da oben. Aber, wie gesagt, ich nehme hier jeden Gegner mit ernst. Und ja. Aber gegen Kaiserslautern das Spiel, das werden wir morgen machen. Wir sehen uns dann wieder. Bis dahin und einen schönen Tag noch.